Besenreißervarizen sind erstmal eine sehr, sehr häufige Erscheinung, die wahrscheinlich die meisten Menschen oder die meisten Erwachsenen an sich schon mal irgendwo beobachtet haben. Das sind kleine Verästelungen der oberflächlichen Venen und gehören damit zu den frühen Erscheinungen der Varikosis, also des Krampfaderleidens. Und auch in diesem Stadium beginnt bereits eine Behandlungsindikation, die allerdings mit Kompressionstherapie, also Kompressionsstrümpfen.